Hallo, hier ist Moritz, euer Personal Trainer und Arzt von Finlo. Heute demonstriere ich euch die Finlo Maximum M3. Auf kleinem Platz bietet die M3 sämtliche Möglichkeiten, die sich sowohl einsteigender Trainierender als auch Profisportler für das Training zu Hause oder im fortgeschrittenen Vereinssport wünschen. Was macht die M3 so genial, umfangreich und multimodal? Letztendlich eine sehr massive Verarbeitung mit einem 96 Kilo Gewichtsblock, der über einen Splint, der magnetisch ist, sehr, sehr einfach zu verstellen ist. Dadurch sehr geräuscharm, weil eine exzellente Fixierung der Gewichte möglich ist. Die Abstufung bei diesem Gewichtsblock beträgt etwa 4,5 Kilo, sodass hier eine sehr feine Abstufung der verschiedenen Leistungsstufen möglich ist. Ein sehr facettenreiches und multimodales Griffsystem mit einer sehr einfachen Verstaubarkeit in den dafür vorgesehenen Halterungen ermöglicht jedem Trainierenden hier wirklich eine sehr einfache Bedienung. Es sind verschiedenste Griffe, sehr einfach in die Hand nehmbar und wieder zurückpositionierbar. Eine sehr einfache Verstellmöglichkeit der M3 über die roten, sofort sichtbaren Hebel ermöglicht ein sehr, sehr einfaches Verstellen, sodass auch der Einsteiger ohne große Hintergedanken das Gerät kinderleicht bedienen kann. Klassische Übungen wie beispielsweise das Bankdrücken sitzend sind in dem M3 ebenso integriert wie sehr funktionelle Übungen für die Rumpfmuskulatur. Perfekt ergänzt wird das Bauchtraining bei der M3 durch eine integrierte Crunchbank, die sich ganz einfach hinter dem Kopf sofort mit einem Handgriff in den Kopf positionieren lässt und den Crunch im Sitzen ohne große Positionsveränderung, zum Beispiel hier nach dem Bankdrücken, ermöglicht. Eine klassische Übung, die im Krafttraining des Rumpftrainierenden und Leistungssportler natürlich nicht fehlen darf. Und ich denke, einfacher kann man es da mit dem Bauchtraining nicht haben. Als Klassiker seien hier sicherlich Übungen zu erwähnen, wie Kerntrainingsübungen, Rumpfrotation, der sogenannte Golfswing, den ich ganz einfach kinderleicht mit dem Herausnehmen der Steigbügel absolvieren kann. Auch hier lassen sich die Griffe sehr, sehr einfach wieder in ihre Halterungen platzieren. Und es bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, den Körperkern zu trainieren und damit auch dem Profisportler und Fortgeschrittenen. Also ihr merkt selbst bei mir, zieht das schon ganz ordentlich hier, ein sehr, sehr umfangreiches und intensives Training zu gewährleisten. Was sind noch weitere Besonderheiten? Natürlich gibt es auch eine Beintrainingsvorrichtung. So kann sowohl der Beinstrecker in einem Handgriff zu einer Beinbeugeübung umgestellt werden, als auch der ausgelagerte Seilzug an der Seite, bei dem mit sehr viel Platz auch andere Übungen wie beispielsweise der Bizeps Curl möglich ist. Die Griffe übrigens sehr, sehr leicht, hochwertig verarbeitet aus Aluminium, erzeugen kaum Lärm, wenn man sie ablegt, sind sehr, sehr angenehm in der Hand und sorgen damit für ein sehr, sehr gutes Trainingsgefühl bei jeder einzelnen Übung. Die massive Verarbeitung mit hochwertigen Kugellagern und sehr, sehr guten, stabilen, reißfesten Seilen mit bis zu 1000 Kilo Belastbarkeit sorgen da wirklich für eine extrem langlebige Zeit, die das Gerät mit sich bringt. Und selbst für Leute, die sehr exotische Übungen durchführen wollen, gibt es eine Fußschlaufe, mit der beispielsweise Abduktions- und Adduktions- sowie Gesäßmuskelübungen möglich sind. Und ich denke, kaum jemand von euch wird bei dem M3 irgendetwas vermissen, weil es auf diesem kleinen Platz wirklich eine unglaubliche Übungsvielfalt darbietet, die sämtliche motorischen Fähigkeiten der Körpersysteme exzellent ausprägt. Viel Spaß mit der kompakten und genial konstruierten M3. Euer Moritz.